Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. In den letzten Folgen haben wir die vergessenen Geschichten gestartet, da machen wir heute weiter. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst eine Bewertung da. Wir sind hier in Korinth, da hatten wir in der letzten Folge aufgehört. Und hier gibt es noch eine zweite Mission. Und wir starten sofort. Bin gespannt, was wir heute so erleben werden. Kann ich etwas von deiner Zeit kaufen? Du wirkst weiser, als Söldner es sonst sind. Vielleicht fast so weise wie Athena selbst. Du bist direkt, Mütterchen. Ich sage die Wahrheit. Du kennst mich. Gib nicht vor, du wärst deiner Infamie nicht gewahr, Adlermann Alexios. Ich habe einige Aufgaben für jemanden mit deinem Ruf. Aber wenn du dich dem nicht gewachsen fühlst? Was für Aufgaben? Wie steht es um deine Urteilsfähigkeit? Welcher Gott ist gefährlicher? Poseidon oder Apollon? Die Antwort findest du unweit von hier im Grab. Das ist doch nur ein Rätsel. Rätsel verraten viel und können sich lohnen, zumindest bei mir. Beweise dich, indem du zum Friedhof neben dem Heiligtum der Athena gehst und es löst. Okay, dann machen wir das mal. Woher weißt du ja nicht unseren Namen? Keine Ahnung. Na gut, ich löse dieses Rätsel. Gut, Leute, dann beginnen wir mal mit der Quest. Wir wollen das Rätsel lösen und müssen dazu den Friedhof in 600 Metern Entfernung untersuchen. Ja, warum nicht, ne? Aber gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Und bis gleich. Ich bin da, liebe Freunde. Hier vorne ist eine Statue, eine Eule. Und hier sind verschiedene Hinweise. Ich schau mal nach. Was werden wir hier finden? Hier ist eine Tafel. Beschütze uns vor reißenden Zähnen und beißenden Bestien. Klingt wie das Gebet eines Kindes. Natürlich, okay. Hier liegt mein Vater, ein einfacher Bauer, der von einem Löwen zerrissen wurde. Mögen die Götter ihm Frieden gewähren. Und was sagt das aus bisher über die Gottheit? Ich habe keine Ahnung. Hier vorne ist ein Bötchen. Ein Schiffsmodell als Gabe an Poseidon. Jemand fürchtete den Tod auf dem Meer. Okay. Und hier? Hier liegt mein tapferer Bruder. Er wollte unser Dorf gegen Feinde verteidigen. Aber sein Schiff sank und er wurde von Haien gefressen. Was von ihm übrig blieb, bestattete ich in diesem Grab. Okay. Poseidon herrscht über die Haie wie über alle Kreaturen des Meeres. Ist er der gefährlichere Gott? Wir werden es sehen, denn wir müssen wahrscheinlich noch für Poseidon, für Apollon etwas suchen, oder? Da ist noch die Schale. Ein goldener Teller mit Sonnensymbol. Eine Gabe an Apollon und seine jugendliche Kraft. Löwen sind goldene Bestien mit sonnengleichen Mähnen. Apollon liebt sie, doch macht ihn das zum gefährlicheren der beiden Götter? Schwer zu sagen, ehrlich gesagt, oder? Du, ich weiß, wer du bist. Du sollst mich in Athenas Auftrag töten. Wie kommst du darauf? Ich sollte wegen Mordes angeklagt werden, aber das Gericht und alle Dokumente verbrannten. Schließlich kam ich frei. Doch Athena spricht jetzt in meinen Träumen von Gerechtigkeit. Und dann erscheinst du. Tja. Ich wurde von einer alten Frau angeheuert und du bist nicht Teil meines Auftrags. Benimm dich, damit ich nicht meine Meinung ändere. Ich kenne Athenas Worte. Der Tod wird meine Klinge kennenlernen. Was will er denn jetzt auf einmal hier? Der kämpft doch noch. Für den. Ja. Was los, Brudi? Warum greifst du mich an? Ja, so nicht, Mann. Kleiner Wicht. Was soll das, Leute? Voll unnötig. Unnötig. Hier. Viel Spaß noch da unten. Ich habe hier alles gesehen. Jetzt muss ich das Rätsel dieser Frau beantworten. Ja, was soll man denn sagen? Wer ist denn schlimmer? Poseidon oder Apollon? Wir haben ja aus diesen Hinweisen hier nicht viel herausbekommen, ehrlich gesagt. Ja, der eine herrscht über das Meere und über die Haie und alles
was darin wohnt im Meer. Und der andere, ja, herrscht über die... Ach, keine Ahnung. Mal schauen, was wir gleich als Antwortmöglichkeit haben bei ihr. Und warum überhaupt? Und da sind wir auch schon wieder angekommen bei der alten Dame. Und wir sprechen mit ihr. Guck mal hier. Hi. Du warst lange auf dem Friedhof. Was hast du herausgefunden? Woher weißt du, dass ich dort war? Das ist unwichtig. Ist es der Dreck an meinen Sandalen? Der Ausdruck in meinen Augen? Du kannst Menschen gut lesen. Vielleicht. Aber welcher Gott ist deiner Ansicht nach gefährlicher? Poseidon oder Apollon? Sag mir, warum dich das so interessiert. Weil ich zwei Aufgaben an Söldner zu vergeben habe, von denen die leichtere beinahe jeder erledigen kann. Natürlich werde ich dir die gefährlichere übertragen. Das verstehst du sicher. Ja, sehr gerne. Athena ist die gefährlichste. Beide Götter können gefährlich sein. Doch ich traf einen Mann, der behauptete, Athena hätte mich gesandt, ihn zu töten. Merkwürdig. Könnte sie deine Worte hören, wäre die Göttin der Gerechtigkeit bestimmt amüsiert. Okay, ja gut. Dann halt nicht. Poseidon vielleicht. Ein Mann wurde auf der Jagd nach Piraten von Haien in Stücke gerissen. Das klingt nach einer Strafe Poseidons für die Verletzung seiner Ehre. Er verteidigt seine unergründlichen Tiefen mit tödlicher Gewalt. Poseidon stellt wirklich die größere Gefahr dar. Dann sind wir uns einig. Deine Wahl ist durchdacht. Das gefällt mir. Nimm dies für deine Urteilsfähigkeit. Du willst mein Urteil, doch mir scheint, du urteilst über mich. Tue ich das? Bedenke, dass jemand das Risiko einer Seefahrt einging. Vielleicht kannst du herausfinden, warum. Piraten wurden erwähnt. Und vielleicht sind sie noch immer eine Gefahr. Du findest seine Familie südlich des verfallenen Tempels des Apollon in Megaris. Ich werde sie besuchen. Gut. Dann ab nach Megaris. Prüfung des Urteilsvermögens. Ja gut. Ich hab mich jetzt einfach für Poseidon entschieden. Und war ja anscheinend auch nicht falsch. Aber was wäre passiert, wenn wir Apollon gewählt hätten? Wäre das Gleiche dabei rausgekommen oder hätte sie was gesagt? Keine Ahnung. Ist auch egal. Jetzt ist es so und wir reisen nach Megaris und zwar hierhin. Dann nehme ich mal die Schnellreise. Oder auch nicht. Geht anscheinend. Ach, ich bin auch hier im Sperrgebiet. Ach, hier ist Sperrgebiet. Huh. Gar nicht bemerkt, Leute, dass ich hier im Sperrgebiet bin. Warte mal. Nee, warte mal. Du, mein Ende ist noch nicht heute. So, aber deins. Gut, schnell weiter. Kein Bock hier weiter rumzumachen mit denen. Mit diesem Mann sollen wir also sprechen, hier vorne. Er scheint aufgeregt zu sein. Was ist los? Ist das ein Pirat? Ich habe Poseidon angefleht, er möge jemanden wie dich zur Unterstützung schicken. Beinahe hätte ich die Hoffnung aufgegeben. Ich hörte, dein Dorf sei in großer Gefahr. So ist es. Mein Bruder segelte den Soldaten entgegen, die unser Dorf abbrennen wollten, da sie keine Piraten mögen. Doch sein Schiff wurde versenkt und mein Bruder kam nie wieder nach Hause. Haie zeigen keine Gnade. Woher weißt du denn, dass es Haie waren? Ich war beim Grab deines Bruders. Mein Beileid. Danke. Das ist sehr freundlich von dir. Werdet ihr immer noch von diesen Soldaten bedroht? Ja, aber ich habe einen Plan. Ich werde ein Kriegsschiff bauen, das sie nicht versenken können. Glaubt mir, mein Dorf wird überleben. Du wirkst entschlossen. Was gibt es noch zu tun? Viel zu viel. Unweit von hier hält uns ein Teil des Heeres in Atem. Solange sie da sind, ist es schwierig, sämtliche Materialien zu besorgen. Das brauchst du also. Oder vielleicht Hilfe mit dem Heer. Du bist so schlau wie Athena selbst. Was wirst du bereit für uns zu tun? Diese Soldaten werden bereuen, die Waffen erhoben zu haben. Vielen Dank. Gerüchten zufolge findest du ihr Lager westlich des verfallenen Heiligtums des Ayas. Dann ist das mein Ziel. Alles klar, Leute. Dann ab nach Ayas. Oder wie das heißt. 700 Meter wieder nach da. Oh, Mann. Immer diese langen Wege. Ist ja widerlich. Aber okay, dann
Machen wir uns wieder auf den Weg. Unser Pferd muss echt sehr viele Kilometer hier abspulen. Ja. Jeden Tag, jede Folge. Ach, das ist da auch noch da drüben. Ich brauche noch ein Bötchen, aber wo bekomme ich eins her? Da vorne ist ein Boot, cool. Dann nehmen wir uns das mal kurz und leihen uns das aus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Okay, dann ab mal darüber. Die paar Meter muss ich noch schwimmen. Okay, gut. Das hätten wir schon mal danach darüber. Da sind die Soldaten auf der kleinen Insel. Oder auf dieser Landzunge. Ist ja keine Insel, ist ja da. Feluken bringen nichts in tiefen Gewässern. Ja, ich weiß, aber wir sind auch gerade hier am Strand, an der Küste direkt. Ich fahre doch nicht hier auf dem offenen Meer damit. Scheuerte Boote. Sehr bescheuert. Ich glaube, da vorne sind sie, oder? Hier. Ich gehe mal lieber hier an der Seite schon mal raus, damit ich da besser drauf zugreifen kann und nicht gleich abgeschossen werde. 5 Stück. Die bekommen wir auch so hin, denke ich. Und da ist noch einer gefangen genommen. Ist das etwa einer von den Piraten aus dem Dorf da? Oder ist das jemand anders? Werden wir gleich sehen. Ich hau da mal unten einen Pfeil rein vielleicht. Oh, dann kann ich sogar one-hitten. Wie cool ist das denn? Wen nehme ich denn? Kann ich auch den Großen damit one-hitten? Nee, auf keinsten. Nehme ich den hier vorne. Der ist schon mal hinüber, ne? Der ist schon mal hinüber. Und wen nehme ich davon? Nehme ich den da. Der hat auch noch einen abgekriegt, aber es war ein normaler Schuss, ne? Ja. Was hast du den normalen Schuss genommen? So. Sie ist auch weg. Sind nur noch 3 da und die wissen noch nicht, wo ich bin, oder? Kann das sein? Ja, die suchen noch. So. Weiter geht's. Mit der Sniperei. Und Nummer 3 ist hinüber. Cool. Die wissen gar nicht, wo es herkommt und sind schon nur noch zu zweit. Ich glaube, wir gehen mal runter. Ich habe keinen Fokus mehr und die Pfeile, die machen zu wenig Schaden. Komm her, Kollege. Das ist doch Blödsinn hier. Komm schon. Wir erledigen dich und deinen letzten Kumpanen. Ach, und da ist wirklich ein Gefangener der Piraten. Bin mal gespannt, wer das ist. Gut. Das war der letzte dieser Soldaten. Ja, waren nicht viele, ne? Wie können denn die 5 Stück da vorne das Dorf irgendwie... So, den Gefangenen erstmal befreien. Kann ich auch mit dir reden? Vielen Dank. Von hier aus finde ich nach Hause. Ich werde allen im Dorf von deiner großartigen Tat erzählen. Gern geschehen. Das ist aber nett, dankeschön. Dann fahren wir zurück. Das Boot lebt ja zum Glück noch. Und wie cool sieht das gerade aus mit dem Licht hier vorne. In dem Segel. Total schön. Ich bin wieder zurück bei dem Piraten. Und die Quest heißt momentan Prüfung des Charakters. Ich weiß nicht genau, wie wir damit das bestanden haben. Wir haben ja den Gefangenen befreit. Aber wir haben auch die Soldaten besiegt. Man weiß nicht, ob das richtig war oder nicht, ne? Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Von diesen Soldaten wird man nie wieder hören. Mein Bruder ist gerecht. Und außerdem kann ich mein Schiff bauen. Ich entbiete dir meinen Dank. Ich habe auch einen Gefangenen gerettet. Er ist unterwegs hierher. Den Göttern sei Dank. Welch großer Gefallen. Möge das neue Schiff siegreich sein. Naja. Ich werde diese seltsame Frau darüber informieren, was geschehen ist. Ja, aber Piraten sind ja nicht Piraten, weil sie so nette Leute sind eigentlich, ne? Piraten beuten ja normalerweise andere Leute aus. Ob das dann so richtig war, kann ich gar nicht beurteilen eigentlich. Naja. Wir sprechen mit der Frau. Hey Frau, da bin ich wieder. Guten Tag. Ich habe den Bruder des Toten getroffen. So? Und warum ist er in haiverseuchten Gewässern gesegelt? Er war ein Pirat, der auszog, um gegen die Soldaten zu kämpfen, die seine Familie bedrohten. Sie versenkten sein Schiff und überließen ihn den Haien. Das ist beinahe tragisch. Wie hast du das Problem gelöst? Das ist es doch, was du tust, oder? Probleme lösen. Ja, ich habe die Soldaten, Der Bruder des Piraten bat mich um Hilfe und ich tötete einige der angreifenden Soldaten.
Nächstes Mal wird er das Dorf allein beschützen können. Verstehe. Diese Antwort sagt mir viel über deinen Charakter. Warum interessiert dich mein Charakter? Das wirst du schon noch sehen. Und zwar bald. Doch jetzt nimm erst einmal dies. Danke. Obwohl es klingt, als hättest du noch mehr Pläne mit mir. Vielleicht. Die Gefahren des Meeres hast du überlebt. Aber was ist mit einer Insel aus Feuer und Rauch? Klingt nicht so cool, aber ich werde diese Insel erkunden, natürlich. Diese Insel würde ich gern erkunden. Gut, ich bin beinahe von dir beeindruckt. Tatsächlich, ich sollte beeindruckt sein. Ich würde dich gern zu der Insel des Rauchs und der Flammen schicken, aber einer meiner Partner hat meinen Schlüssel zum dortigen Gewölbe. Ohne Schlüssel ist die Reise sinnlos. Ist er so merkwürdig wie du? Das ist beinahe amüsant. Mein Partner lebt auf dem Friedhof, den du für mich besucht hast. Er ist ein Einsiedler. Er hat Zeit für Gespräche, sogar mit dir. Ich hol dir deinen Schlüssel. Sehr mysteriös bisher. Also ich weiß noch nicht genau, was dir von uns möchte. Und wo wir damit enden. Bekommen wir dann auch vielleicht was Schönes, wenn wir das geschafft haben, diese Prüfung bestanden haben. Prüfung der Anpassungsfähigkeit. Wenn du noch einen Schritt näher kommst, hast du ein echtes Problem. Ich glaube, du hast das Problem. Idiot. Dir bringe ich Manieren bei. So. Okay, dann machen wir uns mal da wieder rüber zu dem Einsiedlerkrebs beim Friedhof. So, hier ist auch schon der Einsiedler, der ist gerade am Anpreisen der Götter. Guten Tag, alter Mann. Die Eule wusste, dass du zurückkommen würdest. Ist Athenas Lieblingsvogel. Ich bin hier wegen des Gewölbeschlüssels. Was machst du denn hier? Das ist beinahe lächerlich. Willst du mir sagen, er ist nicht hier? Er ist an einem sicheren Ort. Unweit des verlassenen Lagers auf der Insel Ägina. Das klingt nicht wirklich sicher. Wieso nicht sicher? Er ist von sehr vielen Beschützern umgeben. Warum bekomme ich nie die einfachen Aufträge? Uhu, wer weiß. Was ist mit den Leuten hier los, bitte? 2 Kilometer entfernt, willst du mich verarschen? Och Mann, Leute. So weit reisen, hab ich keinen Bock. Oh, da hinten auch noch. Eieiei. Wie soll ich denn da hinkommen? Soll ich von... Na, ich nehme lieber den Schnellreisepunkt von hier. Ist, glaube ich, besser wie von dem Vulkan aus. Bis ich da erstmal runter bin vom Vulkan, das dauert eh noch ewig. Deswegen von hier aus. Ja. Hier ist natürlich kein Boot, Leute. Mann. Hier ist kein Boot. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich muss wieder darüber laufen. Nein, Leute. Boah, nö, mein Boot ist kaputt gegangen mitten auf der Welle. 500 Meter vor der Insel. Das ist bitter. Ich bin gerade mal auf der Höhe von dem Vulkan. Ach toll, Leute. Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Das dauert doch jetzt Stunden. Ach du Scheiße. So, Freunde. 10 Stunden später, wir sind endlich angekommen. Meine Güte, das hat lange gedauert. Und hier sind ein paar Löwis. El Lövo Grando. Guten Taco. Was für eine Mission ist das hier heute eigentlich? Ich bin immer noch so ganz verwirrt irgendwie. Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Aua. Könnt ihr nicht einfach weggehen? Ich würde euch auch in Ruhe lassen. Und das ist der Alpha-Löwe, ist auch da. Sorry, Löwin. Es muss sein. Jo. Ich muss an den Schlüssel kommen. Aua, nein, nicht sterben, Alter. Oh. Böser Löwe. Und wenn du einen Löwen treten kannst, dass er wegfliegt, dann hast du echt starke Beine. Muss man schon sagen. Also der Alexios, der hat ganz schön Beine trainiert hier. Never skip a leg day. Wow. Okay, das war's. Und hier ist der Schlüssel hoffentlich. Ich habe den Schlüssel. Jetzt muss ich zurück zu der seltsamen Frau. Och, nicht schon. Also das geht mir langsam echt auf den Sack. Ey, den ganzen Tag nur von A nach B kutschieren hier. Meine Fresse, ey. Ich brauche einen Heli. Schön, dass wir nicht bei GTA sind.
Und hier ist auch nicht mal ein Schnellreisepunkt direkt bei der Frau. Ich muss die jetzt mal von hier rüber schippern. Ey, das ist echt frustrierend, Leute. Das ist echt frustrierend. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in der Mission. Die Wege. So, und wir sind wieder da. Und zum 10. Mal jetzt nu. Meine Güte. Wann hört das endlich auf? Wie viel kommt da noch? Ich habe den Schlüssel. Dein Partner hatte ihn wirklich gut geschützt. Das sollte er auch. Er war teuer genug. Womit verdienst du eigentlich deine Drachmen? Ich brauche nur sehr wenig und bezahle nur für wichtige Dinge. Ich bin beinahe sparsam. Den Schlüssel habe ich. Muss ich sonst noch etwas tun, bevor ich die Insel des Feuers besuchen kann? Sag du es mir. Fühlst du dich bereit, die Schmiede des Hephaistos zu erkunden? Moment, du willst mir vorher keine seltsame Frage stellen? Vielleicht fällt mir später noch eine ein. Ich glaube, da waren wir schon, oder? Ich bin bereit, die Insel zu erkunden. War da nicht der Zyklop? Gut, du beweist, dass du würdig bist. Ach, das bin ich. Beeindruckend. Es gibt eine Insel, die von Rauchwolken umgeben ist und wo die Erde brennt. Die Schmiede des Hephaistos. Dort befindet sich ein legendärer Helm. Bring ihn mir, damit ich ihn untersuchen kann. Eine ziemlich gefährliche Reise nur für einen Helm. Das ist bei weitem nicht der einzige Schatz dort. Du kannst alles, was du findest, behalten. In Ordnung. Ich reise zur Insel und hole den Helm. Ich hoffe, das ist der Schlusspunkt der Mission. Denn so langsam reicht es mir irgendwie mit der Hin- und Her-Reiserei. Wir haben jetzt nur die Anpassungsfähigkeit überwunden. Jetzt sind wir Prüfung des Mutes. Gut. Ich hoffe, das ist die letzte Prüfung. Und jetzt müssen wir auch wirklich auf den Vulkan. Und ich meine, da war der Zyklop damals. Nun gut, Freunde, es geht da runter. Ich meine, hier war der Zyklop, oder nicht? Oder täusche ich mich da? Ich weiß es nicht mehr. Naja, wir schauen mal hier. Und mal sehen, was wir noch finden. Okay. Schön durch die ganzen Lavaseen durch. Nein, nicht nach oben. Eieiei. Wenn wir da reinfallen, ne? Dann war's das mit uns. Oh, hier sind ganz schön viele verkohlt. Wer ist das? Wo kommst du denn her, Kollege? Okay. Hier sind diese komischen Sektentypen. Der kommt auch nochmal mit runter. Nett von dir, dass du mich noch begleiten möchtest. Und da sind noch mehr. Okay, waren wir hier nicht schon mal? Ich meine, wir wären schon mal hier gewesen. Ist egal. So, der Kollege kriegt mal einen ab. Das juckt ihn überhaupt nicht. Der guckt, wie cool. So. Komm her, du Tussi. Sperr-Tussi. Komm her. Nee, sowas möchte ich gar nicht haben. Aber wir waren auf jeden Fall schon mal hier drin, das weiß ich. Wir haben ja den Ort abgeschlossen. Zuvor. Wenn auch immer das war, ich weiß es nicht mehr. Ja, ist okay. Ich helfe dir doch gleich. Du wirst gleich von deinen Leiden erlöst. Hier unten allein in der Höhle zu sein. Ah. Nein, hau mich nicht. Hau mich nicht. Kollego. Okay, das war's. Ich denke, wir haben alle besiegt. Und wo ist der Helm, den wir benötigen? Wir müssen den Eingang zum Grab finden. Waren wir da schon mal? Ach, hier kam er damals nicht lang, ne? Wir waren, glaube ich, hier schon mal an dem Tor und kamen hier nicht weiter. Jetzt können wir da reingehen. Dank des Schlüssels. Coole Sache, Leute. Sehr schön. Okay. Skorpione, guten Tag, Freunde. Ach, das ist einfach nur so ein herkömmliches Grab, wie wir das auch schon kennen. Was ich auch cool finde, wenn wir uns hier dran stellen, macht dann Lexios die Dinger hier einfach an. Warte mal, machst du? Nee. Warte, jetzt. Guckt mal. Das ist ein cooles Feature eigentlich. Und wir gehen mal weiter runter. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das gefunden habe. Dessen Sieg über die Gorgone Medusa sich ihr Name herleitet. Okay, es sind viele Schlangen in dem Labyrinth und viele Hindernisse. Wir müssen hier ganz schön viel Kram hin und her schieben.
Ist also ein Tick anders wie die herkömmlichen Gräber, die wir sonst geplündert haben oder die Stelen da erkundet haben. Aber okay, werden wir noch hier auf einen Gegner treffen oder ist das einfach nur, dass wir hier den Helm finden müssen? Ich weiß nicht genau. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo ich bin und wie ich hier wieder rauskomme. Ist ganz schön verzweigt. Ah, noch eine Schlange. Böse Schlange. Doch mit ihrem zweiten Gemahl, dem König Eubalos von Sparta, hatte Gorgophone noch großartige Kinder und Enkel. Helena von Troja, Castor und Polydeukes, Clytemnestra und viele andere stammen von ihr ab. Okay. Und hier haben wir Loot. Und hier ist die... Wow, coole Truhe, guckt mal. Wow. Und da ist Herr des Wassers, ein Dreizack. Aber kein Helm. Wo ist der Helm? Ach, hier komme ich nach oben, Leute. Schaut mal. Das habe ich übersehen. Okay, dann geht es vielleicht hier weiter Richtung Helm. Gucken wir mal. Lieber Helm, bist du hier? Oh. Ein Adler. Ibims der Adlermann. Und hier ist auch der Helm vielleicht drin. Dieser Helm scheint gewöhnlich. Helm der Gorgophone. Ich sollte ihn dieser Frau bringen. Okay, schon wieder der Frau bringen. Na toll. Alles klar, hier ist anscheinend der Ausgang. Den mache ich mal kurz frei. Schön, dass wir die Dinger hier mal verschieben können. Das ist ja wunderbar. Das haben wir jetzt also gepackt und wir gehen wieder nach oben an die frische Luft. Okay, ich bin wieder endlich da bei der Frau. Ich hoffe, das war der letzte Weg, den wir machen müssen. Und ja, mal schauen. Diese brennende Insel und das Grab, man könnte sie beinahe eine Herausforderung nennen. Selbst für dich? Du übertreibst, Adlerschatten. Doch sag, hast du den Helm? Natürlich. Aber wie kannst du von einem solch schrecklichen Ort wissen? Und wer bist du, mich dorthin zu schicken? Wer glaubst du, bin ich, Alexios? Einige sagen, ich sei sehr weise. Für andere bin ich die Weisheit selbst. Sag mir, wer bin ich für dich? Du schicktest mich zu einem Friedhof, wo ich einen verzweifelten Mann traf, der dachte, Athena schickt mich, ihn zu töten. Aber vielleicht hatte er nur gedacht, du wärst Athena. Es ist unklug, den Worten eines Verrückten Glauben zu schenken. Dann schicktest du mich zu einem Piraten, dem ich nach seinen Wünschen helfen sollte. War das ein göttlicher Test meiner Weisheit oder ging es um etwas anderes? Du schicktest dich selbst zu einem Piraten. Ich bot nur die Gelegenheit. Und zum Schluss der Einsiedler mit dem Schlüssel. Und das sogar unter einer Statue von Athenas Tiersymbol, der Eule. War das alles als Scherz gemeint oder steckt ein Funken Wahrheit in seinem Glauben? So viele Gedanken schwirren dir durch den Kopf. Beinahe zu viele, um sie abzuwägen. Entscheide dich, Alexios. Für was denn? Du bist Athena in Menschengestalt. Was sage ich da, Leute? Was sage ich da? Keine Ahnung. Als Enkel des Leonidas, Träger der Blutlinie, muss ich dich als Athena anerkennen. Der Helm, den ich dir bringen sollte, trägt deinen Segen. Falls es wahr ist, sollte ich deine Anerkennung annehmen. Aber lass mich erst einmal den Helm sehen. Ich hoffe, das war es wert. Du glaubst an die Menschen. Ich hoffe, du siehst sowohl ihr Potenzial als auch ihre Fehler. Ich passe ihnen nur etwas an und... Ja, ich denke, so passt er dir am besten. Vielen Dank. Ich hoffe, durch diese Reise hast du Weisheit erlangt. Ja, ich habe gelernt, dass auch an den seltsamsten Quellen Profit wartet. Merkwürdige Sache. Sehr merkwürdig. Okay, Helm der Gorgophone. Und wir haben damit die Quest abgeschlossen. Was haben wir hier vorne noch? Eulenfeder? Wozu denn die Eulenfeder? Keine Ahnung, Freunde. Aber das war's anscheinend mit der Questreihe dieser mysteriösen Frau. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe jetzt knapp eine Stunde aufgenommen. War ganz schön lange mit dem Hin und Her reisen und so weiter. Aber haben wir ja dann am Ende dann doch noch geschafft. Aber gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der heutigen Folge. Lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.